Hallo, hier spricht wieder euer Remora. Ich begrüße euch herzlich zu einer weiteren Folge meines XCOM 2 Playthroughs auf dem Schwierigkeitsgrad Legende Iron Man. Heute werden wir den Gorilla-Einsatz, blutiger Betrug, versuchen. Er ist nur schwer, aber wir müssen wieder so ein Gerät beschützen. Es könnte also doch dann schwieriger sein, das durchzubringen. 204 Vorräte und wir würden das verdeckte Ereignis verhindern. Setze Kurs auf den Westen. Können wir gleich nochmal ganz kurz zurückgehen. Kann ich euch noch ganz schnell zeigen, was uns jetzt das Shadow Lab oder die Shadowkammer, die Schattenkammer bietet. Moment. Die sagt uns jetzt nämlich immer hier, welche Gegner wir zu erwarten haben. Also wir haben einen Archon. Es ist immer ein oder mehrere. Elite-Soldat, schwerer Mech, Elite-Schildträger, Andromeda und Viper und Muton. Haben wir zu erwarten hier. Bringen wir. Elaria können wir nicht mehr bringen. Die ist in der Leader-Ausbildung. Bringen wir Ed. Rob bringen wir anstatt Sam, der ist noch krank. Wyman hätte ich gerne mit dabei. Dann hätte ich auch gerne Brienne mit dabei. Und als Ersatz für Elaria würde ich jetzt mal Myrcella mitbringen. Und dann bringen wir noch Doran mit. Als Grenadier. Gut. Von den Rüstungen her, das passt, würde ich mal sagen. Zwei. So, jetzt gehen wir hier noch zur Ausrüstung. Blue Screen Rounds finde ich gut. EMP Bomb braucht man eigentlich nicht aus meiner Sicht. War nur Heavy Mech und Andromedon Shell. Also das reicht, denke ich, erst einmal. Okay, von den Granaten hier passt es eigentlich auch schon. Hier würde ich sagen, da bringt Myrcella die Blendgranate mit. Wo ist die? Ganz unten. Okay. Und als zweites den Schädelstecker. Dann würde ich hier gerne was anderes mitbringen. Was können wir denn hier auf Ed mitbringen? Dann bringen wir mal die Giftgeschosse. Damit Rob das zweite Imitationsgerät mitbringt. Und er bringt auch die Krallengeschosse. Gut, ich glaube, wir sind set. Ja, bin ich zufrieden. Kann man loslegen. Sky Ranger eingesetzt. Man ist bereit für Einsatz. Der Widerstand nutzt scheinbar schon länger einen alten Datenzugang zum Advent-Netzwerk, den die Aliens bis vor kurzem nicht kannten. Aktuellen Aufklärungsberichten zufolge sind die vom Widerstand gewonnenen Daten kritisch für die jüngste Operation der Aliens. Leider rückt Advent jetzt aus, um das Gerät zu zerstören. Das dürfen wir nicht zulassen. Eliminieren Sie alle Feinde und sichern Sie das Gebiet. Schützen Sie das Gerät um jeden Preis. Firebrand bringt uns in eine Kleinstadt in Patrouillenzone 16, einem Vorort von Vancouver. Die Operation heißt Blutiger Betrug und wir müssen alle Feinde ausschalten und es verhindern, dass sie vorher dieses Gerät zerstören können. Genau an so einem Missionstyp sind wir ja vor, ich weiß es nicht mehr so genau, 5-6 Missionen mal gescheitert. Wollen wir mal hoffen, dass das heute besser ausgeht. Manus 1-5, feindliche Truppen sind bereits auf dem Weg, um den in der Nähe installierten Datenzugang zu zerstören. Uns bleibt nicht viel Zeit. Wir müssen das Gebiet säubern und das Gerät um jeden Preis sichern. Ja, leider haben wir es ziemlich weit hin und es hat immer noch nur 44 Leben, das Gerät. Ich bin mir nicht sicher, ob das später nicht einmal mehr Leben kriegt. Das heißt, wir werden wieder einen sehr tighten Timer haben. Bien, me muevo al objetivo. Wo kommt denn Wyman mit dem Kletterhaken hin? Passt. Wo sollen wir eigentlich genau hin? Okay, in das Gebäude hier. Ich glaube, wir gehen noch ein bisschen weiter vor. Moi. Moi.
mal auschecken, wo die erste Gruppe ist. Wie gesagt, Timer ist tight. Wir haben eigentlich keine Zeit, jetzt hier irgendwie langsam rumzutrödeln. Location confirmed. Wenn wir nichts gesehen haben. Oh, er sieht jetzt irgendwas. Got eyes on a hostile squad. Das ist aber nicht schlecht, Freunde. Das ist eine Riesengruppe. Okay. Das ist eine sehr große Truppe. Und los jetzt. Sie entdeckt die Gruppe nochmal. Wir hatten die schon entdeckt. Mircella, vielen Dank für den Hinweis, aber wir wussten schon, dass da was ist. Mal nicht übertreiben. Aber wir könnten aber eine Killzone, soweit ich weiß, aus Verstohlenheit funktioniert nicht mehr. Die hat früher mal funktioniert. Ich glaube, das haben sie gepatcht in der Zwischenzeit. Gehen wir mal hier hin. Dass wir ein bisschen näher dran sind. Decken können wir uns da eigentlich noch nicht. Gut, dann geht mal eher noch auf Feuerschutz. Ah, okay. So, jetzt schauen wir mal, was passiert. Die kommen hier. Ach, sind das vielleicht zwei Gruppen sogar gewesen? Oh, der Heavy Mac. Oh, 9 gleich. Puh, das sind aber sauber viel Schaden. Das sind tatsächlich zwei Gruppen. Das ist eine Gruppe mit Archon und zwei Soldaten. Zwei Elite-Soldaten und hinten eine mit Muton und Archon. Okay, wer sieht denn überhaupt die zweite Gruppe? Also wen müssen wir ziehen, zurückziehen, damit wir nicht mehr alle sehen. Das kann ja eigentlich nur Wyman sein und vielleicht auch noch Brienne. Ah, Brienne, okay. Brienne ist es. Ist diejenige. Welche? Und Mircella? Mircella sieht sie nicht. Okay, das heißt, wir können bis hierher gehen zum Sehen. Das heißt, wir ziehen mal... Ziehe los. Ah, jetzt habe ich die falsche zurückgezogen. Okay. Passiert halt mal. So, Doran versteckt sich mal ein bisschen weiter hinten und wirft dann eine Granate. Weil er hier ein bisschen saublöd steht. Können wir auch gleich eine Gasbombe schmeißen. Da sind doch ein paar, die es erwischen wird. Schauen wir, dass wir die hinteren nicht erwischen. Auf geht's. Okay, das war dann doch nicht so gut von mir. Schlecht. Okay, was aber total cool ist, die bewegen sich nicht. Dann schmeißen wir eine zweite Granate rein. Können wir jetzt vielleicht sogar 4 treffen? Ja, da können wir 4 treffen, das machen wir also. Da schalten wir gleich mal einen Haufen Zeug aus. Ich glaube, Wyman hat natürlich die oben noch gesehen, weil er viel zu weit vorne stand. Okay, was haben wir geschafft? Zwei sind schon mal down. Die normalen Elite-Jungs sind down. So, was haben wir? Wir haben noch zwei Archons. Wir kriegen sowieso nicht alle down. Das ist jetzt schon mal klar. Okay, und er sieht auch nur den da hinten. Aha, sehr schön. Brienne sieht den hier mit 70%. Ich glaube, das machen wir. Und Treffer, der Muton ist down. So, jetzt haben wir nur noch die zwei Archons. Jetzt, wenn wir den einen noch schaffen würden, dann wäre ich echt zufrieden. Ja. Ja. Müssen wir aber vielleicht Wyman ein bisschen bewegen, damit er den sieht. Das Problem ist, er kann dann natürlich nur noch normal schießen. Müssen wir vielleicht doch Sam aufdecken. Sieht Sam den da von hier? Er sieht ihn. Gut, dann bringen wir ihn erstmal hier ein bisschen in Sicherheit.
Und durch Verstohlenheit und so müsste er eigentlich eine ziemlich hohe Trefferwahrscheinlichkeit haben. Naja, 81%, das ist jetzt nicht so verkehrt. Trifft auch kritisch, der ist down. Wow. Geil. Richtig gut. Unerbittlich. Vielleicht ziehen wir ihn noch rein oder so. Ist da irgendwas Sinnvolles? Oh ja, daher kann man sehen, das schaut doch gut aus. Da, jetzt haben wir noch Myrcella, die aber eigentlich nicht mehr wirklich viel anfangen kann. Und wir haben da oben noch, das finde ich ganz cool, haben wir noch Wyman, der zumindest da schon mal an dem Archon anfangen kann. Und der trifft ihn auch noch kritisch, Respekt, Wyman. 13 Leben, aber die schafft Myrcella alleine jetzt nicht mehr. Das heißt, wir stecken Myrcella hier mal in Overwatch. Schauen wir mal, was passiert. Oh, der haut ab. Das passiert. Und er schließt sich hier dieser Truppe an. Und er schießt auch noch gleich. Also total wir. Okay. 4 Gegner haben wir down. Es sind noch 7. Es gibt noch 7. Hat uns ja die Schattenkammer angezeigt. Und wir müssen hier natürlich die, die im Haus stehen, recht schnell encountern. Und irgendwas macht Musik, das macht mich immer ganz nervös. Ehrlich gesagt sehe ich jetzt erstmal nichts. Moving to position. Wyman müsste darüber eigentlich ein ziemlich gutes What's over there? Sicht haben, das heißt, er müsste da eigentlich alles sehen. Gehe jetzt mal davon aus. So, dann haben wir hier Myrcella, die wir noch näher bringen können. Also, man bin echt nervös, dass die Musik hier so laut spielt. Was könnte denn da der Grund sein? Ah, genau, den haben wir hier reingesteckt. Jetzt wäre uns bei 9 immer aufgefallen. Bringen wir ihn mal hier hin. Wir gehen mal auf Overwatch. Mal schauen, was passiert. Schauen wir mal hier. Wäre noch was zu hacken. Was haben wir denn? Oh, da haben wir sogar 100% für auf irgendwas. Infiltriere ihr System. So was sollte man eigentlich immer machen. Die Ausweichrate des Soldaten wird um 3 Runden um 9. Okay, er sitzt. Okay, aber wir machen es trotzdem. Ein kleiner Vorteil, vielleicht bringt er ja irgendwas. Bin drinnen. Gut, den Rest geht er mal auf Overwatch. Da sind jetzt 3 Leute. Bewegt er sich, der Mac? Ah, jetzt kommen auch noch Reinforcements. Das ist aber einmal unglücklich. Wie soll man denn das hinkriegen? Da müssen wir uns hier hinstellen und die Reinforcements abholen. Sag ich mal so. Bleibt uns hier nichts anderes übrig. Wyman könnte hier tatsächlich auch noch eine Killzone hinlegen, damit wir die auf jeden Fall die Runde dann erwischen. Lockdown confirmed. Geht klar. Boy. Okay, gut. Dann gehen wir mal auf Overwatch und töten mal die Reinforcements. Und so werden ganz schnell aus 11 Gegnern auf der Mission 14. Jetzt geht der Mac wahrscheinlich auch noch gleich in Overwatch. Was dann bedeutet, dass wir auf den auch gar keinen Schuss mehr abkriegen. Genau so ist es. Vielleicht können wir aber die anderen zwei dann zumindest legen.
Haha, Wyman steht hier im Feuer und schießt um sich. Ich glaube, dort den ersten zerrissen, dort den zweiten zerrissen. Genau nach Plan. Cible extraterrestre abattue. Das ist 1, 2, 3, 4 Gegner. Ja, nächste Runde ist er schon down. Das ist wahnsinnig schwierig, die Mission hier. So, nehmen wir eben erstmal den Overwatch und einiges an Rüstung. Gut, und dann soll den Wyman von oben ausschalten. Lolli, war da noch 12. Okay. Trotzdem. Schaut ja cool aus. Jo, genau die 12, die wir gebraucht haben. Sehr schön, Wyman. Super. Check it before you get too close. Können hier vielleicht mal nachladen, vorsichtshalber. Und vielleicht noch einen Schritt oder zwei weggehen. Ja, weil das schaut nämlich nicht gut aus, was hier gerade veranstaltet wird. So, das wird auch. Die können wir diese Runde eigentlich noch nicht aufdecken, weil das wird uns. Wenn ich sie hier hochziehe. Aber wir haben noch irgendwo eine Gruppe. Irgendwo muss noch eine Gruppe sein. Die ist hundertprozentig irgendwo da hinten. Da ziehe ich sie mal lieber nicht darüber. Das ist vielleicht zu gefährlich. Dann bringen wir mal den Rest hier ran. Doran mal hier hin. Passt. Löst schon mal nichts aus. Wir verstecken Rob schon mal. Und lassen ihn ein bisschen scouten. Vielleicht sieht er auch noch, wo die andere Gruppe ist. Ja, ich weiß, und es sind 4 Leute da drin. Meines 1-5, wir haben Sicht aufs Ziel. Rücken Sie vor und schützen Sie die Ausrüstung um jeden Preis. Wir müssen die nächste Runde unbedingt aufknacken. So. Marcella noch. Und dann gehen wir erstmal auf Overwatch. Und dann wollen wir mal hoffen, dass hier jetzt keiner, wie viel hat es noch? 13 Leben, glaube ich, hat es noch. Dass keiner mehr 13 Schaden drauf macht. Ihr dürft euch auch rausbewegen, das wäre echt cool. Oder wie viel Leben hat es noch? Ich sehe es jetzt gar nicht. 13, ja. 8, okay, 8 ist okay. So, und jetzt müssen wir encountern, es bleibt gar nichts anderes übrig. Kann Wyman irgendwie was von da oben sehen? Also ich hoffe es ja. Nein, er kann nichts sehen. Gut, dann müssen wir mit in den Weg stellen encountern. Also, hallo Leute, hier sind wir. Kommt mal raus aus dem Haus. Oh, der geht auf Overwatch auch noch. So. Wir müssen sowieso auf jeden Fall mal eine Granate reinpfeffern. Nur auf wen? Gehen wir auf die zwei oder gehen wir auf... Ich denke mal, die zwei sind wichtiger. Das Gerät... Treffen wir vielleicht den da hinten sogar irgendwie? Können wir das so schmeißen, dass wir die zwei treffen? Da hinten? So ein Pixel, ohne dass wir uns... Ach, das hat nur ein Leben. Eieiei. Ohne dass wir das irgendwie treffen. Geht das irgendwie? Ne, es geht nicht. Mit Wetten, es geht nicht. Dann gehen wir hier auf Archon und... Und auf den Shieldbearer. Gut, wer hat, also Rob glaube ich hat das, genau, das Mimic Beacon, der schmeißt es dann auch. Jetzt schauen wir erstmal, was wir da oben zu bieten haben. Was hat uns Wyman? Wyman trifft jetzt durch das, weil wir das weggenommen haben, alle. Gut, und am besten trifft er den da hinten, das ist auch gut so, weil dann können wir dem nämlich gleich mal
das Overwatch wegnehmen. Ich möchte nämlich Ed wegbewegen von der Stelle, an der er dort steht. Weil er dann nämlich irgendwie nicht so ganz prickelnd steht. Ja, müssen wir fast hier neben das Auto stellen. Oder das Motorrad, was immer das sei soll. Säurebombe. Können wir wieder zwei treffen. Genau. Die zwei am besten. Das könnte jetzt auch das Aus für den Archon bedeuten. Ah, leider nicht ganz. Aber der ist so gut wie weg. Der wird nächste Runde sterben und der auch. Beide sind. Beide müssten eigentlich, genau, verätzt sein, sodass sie beide nächste Runde sterben müssten. Theoretisch. So, dann versuchen wir mal, den Mac hinten zu neutralisieren. Es geht vielleicht sogar von da. Es geht tatsächlich von da. 80% hätten wir. Lass mal den mal ausschalten. Ja, mach mal. Das ist unsere beste Chance, die wir hier haben eigentlich. Versuchen wir auch. Zwei Runden. Schaffen wir's? Jawohl. Oh, wir hätten sogar übernommen. Oh, das wäre natürlich cool gewesen. Aber gut, das ist auch jetzt nicht so schlecht. Somit macht er die Runde schon mal definitiv nichts. Wir sind durch. So, wen haben wir noch? Brienne und Sam. Gut, Sam wird auf jeden Fall sich leider aufdecken und hier das Imitationsgerät herschmeißen. Oder deckt man sich gar nicht auf, glaube ich, wenn man das schmeißt. Doch, okay. Doch, doch, doch. So, jetzt. Wo hat sie noch einen Schuss? Ja, den war wirklich gut. Ah, den können wir, okay. Ah, das Coole ist, wir können es hier noch an die Mauer ziehen. Ah ja, auf jeden Fall geht da jetzt dann doch noch einiges. Raketenwerfer rentiert sich jetzt nicht wirklich. Ich glaube, sie geht auf Overwatch. So, schauen wir, was passiert. Genau das, was ich gehofft habe. Er und jetzt er auch noch. Jawohl, beide zerrissen. Sehr schön. Der hintere macht gar nichts. Und der schießt hoffentlich jetzt nicht auf das Gerät, sondern kommt zu uns. Geht auf das Imitationsgerät, meine ich. Außer es kommt die dritte Gruppe von hinten und macht es jetzt tot. Das Gerät. Jawohl. Ach Gott, das ist wirklich keine Chance. Das ist... Manus 1-5, schalten Sie alle verbliebenen Feinde aus und sichern Sie das Gebiet. Ja, mach mal. Es ist halt bitter. Commander, der Datenzugang wurde zerstört. Wir haben sämtliche Daten verloren, die darüber aus dem Advent-Netzwerk gezogen wurden. Schade. So, jetzt schauen wir erstmal, was Wyman oben gleich nochmal liefern kann. 97%. Kriegt er nochmal eine saubere ab, der Heavy Mac. Oh, ich glaube, der war sogar down. Genau. Es hat noch down ausgeschaut. You got it. Ziehen wir ihn nachher vielleicht noch wohin. So, jetzt machen wir aber erstmal den down. 74%. Hat sich ja schön hingestellt. Noch zwei Leben. Irgendeine kriegt die schon. Ach, die lassen wir jetzt einfach mal mit Seller mit dem Gefechtsprotokoll machen. Hier ist etwas. So, und jetzt müssten eigentlich noch 4 und 3. Es müssten noch irgendwo, ich glaube, 3 Gegner müssten noch übrig sein. Und da gehen wir mal in Overwatch, bei den meisten zumindest. Und ihn würde ich ja noch ein bisschen rüberziehen. Bringt's das? Wird er da hinkommen? Oh, langsam brennt uns da das Haus weg. Da gehen wir mal noch einen Schritt hier rüber.
Okay, I'll go. Dann gehen wir mal alle auf Feuerschutz. Schade. Also die Mission haben wir leider wieder nicht geschafft, aber das ist halt einfach wahnsinnig hart. Du hast da 6 Runden, nach 6 Runden ist das Ding down. Dann haben wir, glaube ich, in beiden von den Missionen jeweils Reinforcements gekriegt. Das ist halt... Ja, das ist natürlich schon extrem hart. Ja. So, jetzt haben wir aber die letzte Gruppe zumindest aufgemacht. Jetzt ist es um 2 Vipern und ein Andromedon. Schön. Da gehen wir da drauf. Da explodiert dann vielleicht auch gleich noch der Wagen dazu. Das wäre ja mal cool. Jo, der explodiert auch nochmal schön. Die Viper hinten müsste down sein. Nein, ist doch nicht explodiert. Kann das sein? Tatsächlich nicht. Okay. Haben wir jetzt auf jeden Fall sein Imitationsgerät in der Runde. Wir schauen mal, was wir noch schießen können. 78% da hinten. Gut aus. Sehr schön. 8 Schaden. Bin unterwegs. Dann machen wir die eine Viper gleich mit Gefechtsprotokoll down. Ich dachte schon, die sieht sie jetzt nicht. Aber sieht sie doch. Ja, Suppression können wir immer noch nächste Runde machen, würde ich vorschlagen. Ist alt noch nicht. Prozent. Ja, probieren wir auf jeden Fall aus. Schöne Ed. Viper down. Nur noch das Andromedon da. X-ray neutralized. So, dann schmeißen wir das einmal gleich. Damit das weiß, was es zu tun hat. Rob geht mal auf Feuerschutz. Bringt uns das irgendwas? Naja, das bringt uns auf jeden Fall mehr. Wenn es jetzt hier aus der Deckung rausgeht, haben wir mehr Hitchance. Das sind ja 20% mehr Hitchance. Schießt aber trotzdem vorbei. Naja, hat nicht mehr Hitchance gehabt, wie man sieht. Boom. Gut. So, mit Ed fangen wir an. Der setzt Holo-Targeting drauf und macht wahrscheinlich auch noch die letzte Rüstung. Down. Sehr schön. So, 7 hat das Teil noch. 7. Ja, die 7, die sollte man ja hier locker dem mal wegnehmen können. Sehr schön. 9. Dann kommt Wyman mit den Bluescreen Rounds auf seinen Anzug. Da haben wir den Anzug nämlich auch schon fast down. Dann haben wir 3 Leute, die dem dann noch so ja, irgendwas zwischen 7 und 9 Leben wegnehmen müssen. Ja, das sollte klappen. Jo, die anderen werden es irgendwie schaffen, 8 Leben dem zu nehmen. 91 von hier. Wir nehmen mal vorsichtshalber den Loot auf. Brauchen wir zwar eigentlich nicht, aber dann sehen wir jetzt gleich, was ist. Oh, überragender Fokus, sehr schön, fortschrittlicher Wille, aber beides Wille, okay, hätten wir jetzt nicht gebraucht. Gut, 99% auch von hier. 7, jetzt hat er noch einen, oder? Ne, 2 hat er noch, okay. 2. Dann geben wir das Doran oder Mycella, eigentlich total egal. Wir geben es Mycella. Dürfte sie von da auch irgend sowas um die 95% haben. 96, schön.
Down geht's. Mission abgeschlossen, leider fehlgeschlagen. Manus 1-5, Status bestätigt. Alle Feinde erledigt und Gebiet gesichert. Jo, eigentlich wäre es makellos gewesen, aber wir sind leider dran gescheitert. Ich weiß nicht, ob uns die Reinforcements diese eine Runde zu viel aufgehalten haben. Ich glaube, wir hätten es auch so nicht geschafft. Ja, da sind sie wieder alle traurig. Aber Kopf hoch war eigentlich ihre super Mission. Aber vielleicht, dass ich die einfach nicht mehr angehe, diese Guerilla Ops mit Gerät beschützen, weil die sind fast unmachbar. Du hast 6 Runden Zeit. Genau, wenn die 8 Schaden im Durchschnitt machen, hat man 6 Runden Zeit und dann muss man jegliche Gruppe encountert haben, sonst ist vorbei. Ja, schade. Förderung haben wir bei Brienne, sehr schön. Ja, sie hat ihre verborgene Fähigkeit bekommen. Tod von oben, okay. Ja, hätte es wohl auch was Besseres gegeben wahrscheinlich. So, was haben wir jetzt hier? Wächter und Wachsamkeit. Ne, da kriegt sie natürlich auch Wächter. Jo, auf jeden Fall. Hallo, Commander. Ja, ich weiß, es war nicht gut, Rat. Entschuldige. So, viel können wir nicht machen. Was haben wir noch? Ungenutzte Kerne, das ist korrekt. Ingenieure, haben wir noch 2 offen, die wir nicht zugewiesen haben, weil wir nicht wissen, wohin. Und wir sind eng auf Widerstandskommunikation. Die sind uns auch komplett bewusst. Oh, die Legierungspanzerung ist jetzt da. Das ist schlecht. Alle Advents haben ab sofort... ja, Rüstung. Für einen Monat. So, wo haben wir denn irgendwas? Können wir irgendwo irgendwas machen? Das gibt es sogar nicht, tatsächlich nirgends. Außer den Kontakt hier herstellen. Setze Kurs auf Sektor 14. Ostasien. Wir machen Fortschritte beim Zusammensetzen dieses Dings. Aber es war nicht schön. Unsere Soldaten haben die Einheit komplett ausgeschaltet. Was wir hören, ist nur ein Nebenprodukt elektrischer Impulse. Glauben Sie mir, das Ding spürt schon lange keinen Schmerz. Ich nehme Sie beim Wort, Doktor. Ich schicke Ihnen jetzt eine neue Sequenz. Das sind Koordinaten. Rückkehrkoordinaten. Wir haben einen Ausgangspunkt. Nun, teilweise. Da ist noch was. Etwas. Darunter. Einen Moment. Die Einheit versucht, weiteren Zugang zu verhindern. Das ist noch nicht alles. Ich verliere die entschlüsselten Daten. Fast geschafft. Nur noch das hier. Vergessen Sie die Daten. Es greift auf den Energiekern zu. Überbrückt meine Sicherheit. Steigert das Energieniveau. Teigen, die Verbindung trennen. So. Das ist wohl ein Notsicherungsprotokoll. Der Codex muss die Schnittstelle bewusst überladen haben, um weiteren Datendiebstahl zu verhindern. Aber ich glaube, ich war ihm einen Schritt voraus. Das sind wirklich enorm viele Daten. Ja, und wir brauchen noch etwas Zeit zum Entschlüsseln. Na, dann an die Arbeit. Ich glaube nicht, dass wir das nochmal hinbekommen. Ich fange mit der notwendigen Forschung und Vorbereitung an. Natürlich nur mit Ihrer Zustimmung, Commander. Wir sollten uns auch diese Koordinaten ansehen. Falls ich die verlorenen Daten rekonstruieren kann. Ich hoffe, das war es wert. Neues Ziel hinzugefügt. Gut, neues Ziel, neue Hauptquest. Entschlüssel die Codex-Daten.
Ich habe unsere neuesten Einsatzziele aktualisiert, Commander. Schauen wir uns gleich an, was er aktualisiert hat. Der Kodex als anormale Form im ständigen Fluss auf, die scheinbar immer nur wenige Millisekunden in unserer Welt präsent ist. Er war jedoch offensichtlich nicht immun gegen die Wirkung konventioneller Waffen und hat sich aufgelöst, bevor er dieses Objekt zurückließ. Unsere Forschungen schreiten wie geplant voran, Commander. Was ich nur vorher schnell machen möchte, bevor wir dann wirklich auch wieder in der Schattenkammer was in Auftrag geben, ist es diese Geschützanalyse. Die Geschütze, die Advent in ihren Einrichtungen und an Sicherheitskontrollpunkten einsetzt, sind auf ähnliche Weise automatisiert wie die mechanisierten Alien-Einheiten. Sie haben scheinbar viel Zeit auf die Entwicklung der optischen Sensoren und Zielsysteme verwendet, die Shen nach der Demontage sicher gründlich untersuchen will. Dann können wir nämlich in 3 Tagen ich auch sicher, dass das neue Projekt oberste Priorität Defense Matrix. Hält, Commander. Sie hören von mir, wenn es etwas zu berichten gibt. Aha. Wir haben die Koordinaten eingegeben, die Shen und Taigen dem Kodex entnommen haben. Aber wir müssen erst den Kontakt zur lokalen Widerstandszelle herstellen, bevor wir das Gebiet untersuchen können. Neues Ziel hinzugefügt. Jo, da müssen wir auch hin. Unbedingt. Ich habe ein Auge auf all unsere Einsätze, Commander. Unsere aber Leute das ist noch verdammt weit. Oder? Ja, wir können, wenn wir hier den Kontakt hergestellt haben, können wir dann direkt hier durchstarten. Okay, das ist dann natürlich auch genau unser Plan. Dann machen wir hier mal weiter. Das Ergebnis dieser Forschung kann unseren Fortschritt nur vorantreiben. Sehr gut, Commander. Wir können jetzt die Verteidigungsmatrix bauen. Problem damit zu haben, völlig autonome Waffen in direkter Nähe zu den Einwohnern dieser Städte zu stationieren. Und dann das gehen wir wieder in die Schattenkammer. Sie um unser Wohlbemüht sind. Ja, das möchte ich ja gerade machen. Achso. Okay, wir machen mal hier fortführen und dann gehen wir in die Schattenkammer. Ich habe erwartet, dass Sie dieser Forschung Priorität einräumen, und Commander. Dann werden wir mal die Fiole erforschen. Gut. Ja, das ist genau das, was ich machen wollte, habe ich jetzt vergessen. Nämlich die Defense Matrix bauen. Die können wir jetzt da unten Commander, reinbauen. Ich finde es gut, dass Sie neues Personal fürs Ingenieurteam rekrutieren. Aber zurzeit sind 150 Vorräte, dann sind wir aber pleite. Sie können bei Bauvorhaben und beim Freiräumen helfen. Oder eine Einrichtung besetzen. Genau, und Brittany kann da gleich mal unterstützen beim Bauen. Und ich glaube, jetzt haben wir immer noch einen übrig. Was machen wir mit dem? Dann steckt man da derweil einfach mal da rein. Was soll es? Turmen. Dann können wir nämlich die Warnung nicht immer. Auch wenn es total egal ist. So. Okay. Dann machen wir weiter. Versuchen wir den Kontakt noch herzustellen in Ostasien. 2 Tage. Ja, ein weiterer Block wieder zum Avatar-Projekt. Sind wir gleich wieder fast voll. Wenn wir sie verlangsamen wollen, müssen wir uns beeilen. Und da ist der Kontakt auch schon zu Ostasien. Wir hören Sie. Neue regionale Kontakte gefunden. Genau, nach Neu-Indonesien. Wieder nochmal kurz schauen, da ist wirklich nichts zu drehen. Okay. Und in Neu-Indonesien müssen wir jetzt einen Kontakt herstellen, damit wir das dann angreifen können. Was kostet uns das? 160 Info. Oh, die haben wir anscheinend nicht. Ah, nee, wir können es noch nicht machen, weil wir nicht genug Kontakte haben. Genau. Wann wird denn die Kommunikationsmatrix fertig? In 4 Tagen. Also in 4 Tagen können wir es machen. Was jetzt sehr bitter ist, weil wir jetzt tatsächlich erstmal gar nichts machen können. Außer hier am Headquarter drehen. Setze Kurs auf den mexikanischen Regionaltrakt. Ach, das können wir auch so angreifen, ohne dass wir hier einen Kontakt hergestellt haben? Na, geht nicht. Okay. Ich hab mich jetzt gerade verwirrt. Sorry. So, wo waren wir? Wir können tatsächlich nur hier drehen, wenn wir sonst einfach nichts haben. Dass wir noch die 4 Tage irgendwie rumkriegen. So, was ist das? Elaria ist hat die erste Führerausbildung fertig erledigt. Machen wir mal gleich weiter. Hätte ich zumindest gern. Das geht anscheinend nicht von hier. Wahrscheinlich
direkt hier rein. Area. So. Nächste. So, Feuer konzentrieren. Verwende eine Aktion, um ein Ziel zu bestimmen und deinem Trupp für den Rest Kumulativbonus auf die Zielsicherheit sowie einmal Panzerbrechen zu geben. Okay. Mehr decken. Soldaten innerhalb der Befehlsreichweite erhalten einen Bonus. Ne. Dann nehmen wir doch auf jeden Fall Feuer konzentrieren. Das hört sich gut an. Okay. So, weiter hier. Und jetzt haben wir einen Beutezug. Den brauchen wir aber ganz dringend. Sehr gut. Ja, der Beutezug Spitzer Gestank. Dann in der nächsten Folge. Wir haben 13 Gegner, werden uns erwarten. Und ein unbekannter Feind. Ich glaube, ich weiß, was es ist. Diese Folge war ja mäßig erfolgreich. Wir sind leider wieder mal gescheitert an der Gorilla Ops. Sollte euch trotzdem die Folge gefallen haben, dann bitte ich euch doch ein Like da zu lassen oder zu abonnieren. Ansonsten sehen wir uns zur nächsten Folge und bis dahin, keep on rockin'!